Kennt ihr das auch? Das Tribunal der Käsekuchenfanatiker verlangt Käsekuchen von euch, aber ihr habt keinen Plan, how to Käsekuchen? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Ofen auf 230 Grad vorheizen. Holt euch diese Dinge. Den Frischkäse in einer Schüssel cremig rühren. Zucker dazugeben und verrühren. Zwei Eier vernichten und verrühren. Nun gebt ihr die Hälfte von eurem verquirlten Ei zu eurer Frischkäsemischung. Dasselbe macht ihr mit dem Rest. Ladet die Sahne zur Party ein. Seht ihr dieses Backpapier? Kill it! Durch das Zerknüllen des Backpapiers lässt es sich leichter in die Form geben. Achtet dabei aber darauf, dass es bündig mit dem Boden ist, sonst fängt der Kuchen am Ende an zu schwitzen da unten. Das ist nicht schlimm, aber auch nicht doll. Macht nicht denselben Fehler wie ich. Mach Stoff in Form. In den Backofen für mindestens 30 Minuten. Je nachdem, wie krass euer Ofen ist. Nach dem Backen ruhen lassen. So lange, bis es abgekühlt ist. In den Kühlschrank damit. Für mehrere Stunden. Oder über Nacht. Nehmt den Kuchen aus der Form. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt nach dem großen Apfeltaschenunfall in sämtlichen Burger-Joints dieses Landes Burgerverbot und habt keine Ahnung, how to burger? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Hack, Zwiebeln, Ei und Brotkrumen in eine Schüssel. Gut vermengen. Formt Patties draus. Macht euch keine Sorgen, falls ihr Reste habt. Macht einfach Hackbällchen draus. Bedenkt, dass eure Patties etwas größer sein sollten als eure Buns, da sie beim Braten sich zusammenziehen werden. Etwas Butter in die Pfanne. Pfanne heiß machen. Patty schön braten auf einer Seite. Do a flip. Geriebenen Käse nach Wahl auf die andere Seite streuen und den Deckel drauf, damit der Käse schön schmelzen kann. Wenn der Burger nach Geschmack fertig ist, aus der Pfanne nehmen. Nehmt eure Burgerbrötchen und packt sie umgedreht in die Pfanne. Nur ganz kurz. Und Vorsicht, nicht verbrennen. Belegt euren Burger in der Reihenfolge. Unteres Burgerbrötchen. Salat nach Wahl. Patty. Alles andere, was ihr sonst drauf haben wollt. Soße. Anderes Burgerbrötchen. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr seid mal wieder in einem Paralleluniversum, in dem Chocolate Chip Pancakes grundlegend illegal sind? Aber ihr gehört zu den Rebellen? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Mehl in eine Schüssel sieben. Die anderen trockenen Komponente dazugeben und leicht vermengen. Butter schmelzen und leicht abkühlen lassen. Ein Ei, Milch und die geschmolzene Butter in die Schüssel geben. Den Teig mit der Hand rühren. Benutzt keinen Handmixer, da ihr sonst mit einer Schuhsohle endet und keinem Pancake. Den Teig dabei nur ganz sachte verrühren. Gebt Chocolate Chips nach eurer Wahl hinzu. In einer Pfanne bei mittlerer Hitze Butter schmelzen. Je nach Pfannengröße könnt ihr 3 bis 4 Pancakes in einer Pfanne gleichzeitig braten. Do a flip. Macht euch nichts draus, wenn die ersten Pancakes etwas dunkel werden. Pancakes machen ist eine Kunst für sich. Wiederholt diesen Vorgang, bis ihr keinen Teig mehr habt. Macht euer Topping nach Wahl drauf. Genießt sie, solange sie noch warm und frisch sind. Food. Thank me later. Show Part 4. Sandwiches unzerbrechbar. Nehmt Brot nach Wahl. Butter. Salat. Soße. Käse nach Wahl. Zweites Gemüse. Go. Aufschnitt nach Wahl. Brot. Zweite Brotinning. Beschwört den Dämon aus der Leere. Moment, was? Food. Hey, kennt ihr das auch? Ihr kommt gerade aus der Leere wieder und habt echt Hunger auf was Warmes, aber ihr habt keine Ahnung, how to con carne? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Holt euch den größten Topf, den ihr finden könnt. Das Hackfleisch mit etwas Öl schön braun braten. Packt die Zwiebeln dazu. Den Knoblauch kurz mitbraten. Passierte Tomaten und Rinderbrühe dazugeben. Kurz aufkochen lassen. Würzt das Ganze mit Salz, Pfeffer und Chili Flakes. Oder benutzt eine Chili-Gewürzmischung, wenn euch das gefällt. Gebt einen Teelöffel Zucker dazu. Seid mit dem Würzen zu Anfang lieber etwas vorsichtiger und würzt lieber nach. Das Ganze lasst ihr dann für eine gute Stunde köcheln, auf niedriger Hitze. Nach der Stunde gebt ihr den Mais und die Bohnen dazu. Die Bohnen nochmal gut durchkochen lassen für mindestens 10 Minuten. Ab hier solltet ihr das Chili nochmal abschmecken, ob es noch Würze braucht oder nicht. Wenn ihr euer Chili eher suppig mögt, ist das jetzt euer Ende. Mögt ihr es jedoch ein bisschen solider, dann müsst ihr ein bisschen Mehl hinzugeben und das nochmal gut verrühren. Dazu passen Reis, Brot, whatever. Solltet ihr Fragen zum Rezept oder Kochen generell haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Doch zuerst einmal... The fuck? Zum anderen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie man Muffins nicht süß machen kann? Aber ihr habt keine Ahnung, how to chicken muffin? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Das Fleisch mit einem Tröpfchen Öl in einer Pfanne braten. Salzen, pfeffern und den Knoblauch dazu pressen. Heizt euren Backofen auf 180 Grad vor.
Fettet eure Muffinform ein oder benutzt Muffinpapier, wenn ihr auf dummes Rumgefummel steht. Nehmt das Fleisch aus der Pfanne und lasst es abkühlen. Gebt in eine große Schüssel Mehl, Backpulver, Brühe, Fleisch und die zerstörten Cashewkerne. In einem Handmixer festen Behälter. Gebt ihr die Eier, 3 Esslöffel Öl, Joghurt und das Tandoori-Gewürz. Das verquillt ihr dann gut. Gebt das eine zum anderen und unterrührt das Ganze zügig. Den Teig gebt ihr gleichmäßig in die Mulden. Ab in den Ofen damit, für 20 bis 25 Minuten. Nach dem Backen 5 Minuten ruhen lassen. Solltet ihr Fragen oder Vorschläge haben, schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Die Hähnchengötter segnen euch mit extra gutem Hähnchenfleisch, aber ihr habt keine Ahnung, how to crispy chicken? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. In einen verschließbaren Behälter gebt ihr das Fleisch, die Buttermilch und die oben genannten Gewürze. Verschließt das Ganze und packt es für mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank. Mehl in einen tiefen Behälter geben. Ein Teelöffel Stärke dazu. Zerstört eure Cornflakes mit der Macht des Zeus. Gebt die Cornflakes zu eurer Mehlmischung. Dazu ein Teelöffel Paprika und Cayennepfeffer. In einen anderen Behälter gebt ihr 3 Eiweiß. Benutzt eine Hand, um das Fleisch in die Eier zu geben. Daraufhin in die Mehlmischung. Mit der anderen Hand gut verteilen, dass das ganze Filet mit Mehlmischung bedeckt ist. Den Rest der Mehlmischung verteilt ihr über eurem Blech. Keine Sorge, falls ihr aktuell kein Öl habt, könnt ihr auch einen 20-Euro-Schein in die Pfanne werfen. Please don't do that. Wartet, bis das Öl heiß ist. Die Filets in die Pfanne legen. Warten, bis sie schön braun sind auf einer Seite und dann wenden. Legt die fertigen Filetstücks auf ein Papiertuch. Wiederholt die letzten Schritte, bis ihr keine Hähnchenfilets mehr überhabt. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt euch von einer sehr guten Kollegin bequatschen lassen, für sie zu backen. Aber ihr habt keine Ahnung, how to kuchen? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Teil 1, der Obstboden. Holt euch diese Dinge. Macht euren Ofen heiß. In eine Rührschüssel packt ihr den Zucker, den Vanillezucker und die Margarine. Schlagt das Ganze mit einem Handrührgerät schaumig. Siebt das Mehl und das Backpulver dazu. Lasst die Milch mit einfließen. Rührt das Ganze zu einem glatten Teig. Fettet eure Obstbodenform gründlich mit Butter ein. Gebt Teig in Form in Ofen. Für 15 bis 20 Minuten backen lassen. Nach dem Backen komplett abkühlen lassen und aus der Form entfernen. Teil 2, die Fruchtschicht. Holt euch jetzt diese Dinge. Gebt die Beeren in den Limettensaft und einen Esslöffel Zucker in ein Mixgerät. Psych, vertraut niemals einem Mixgerät. Gebt 2 Gelatineblätter in kaltes Wasser. Lasst sie für 5 Minuten aufweichen. Ausdrücken und in einen Topf geben. Gebt 3 bis 4 Esslöffel von eurer Fruchtmischung in den Topf. Auf niedriger Hitze zusammenschmelzen lassen und alles wieder zusammengeben. Verteilt die Fruchtmischung auf eurem Obstboden. Lasst es kühlen, bis es komplett gehärtet ist. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Das Ganze ist Teil 2 von Teil 1. Solltet ihr Teil 1 nicht gesehen haben, macht das zuerst. Es wird auf jeden Fall mehr Sinn machen. Doesn't make any fucking sense. Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Teil 3, der Vanillepudding. Holt Dinge. Schlitzt die Vanilleschote auf. Holt das gute Zeug daraus. Jätet das Ganze in 500 ml Milch in einen Topf. Backt die Schote ruhig dazu. Das Ganze kurz erhitzen. In einer anderen Schüssel verrührt ihr 100 ml Milch, die Eigelb und die Speisestärke. Da gebt ihr Zucker zu. Nimmt die Vanilleschote aus dem Topf. Nun rührt ihr bei mittlerer Hitze ganz eure Milcheimasse dazu. Hört bloß nicht auf zu rühren. Wenn ihr merkt, dass euer Pudding fester wird, nehmt ihn von der Hitze. Gebt den Pudding in eine Schüssel. Lasst ihn komplett abkühlen. In den Kühlschrank geben und zum kompletten Kühlen abkühlen lassen. Teil 4. Gebt 500 Gramm Butter dazu und rührt das Ganze zu einer Creme. Verteilt gleichmäßig die Creme darüber. Teil 5. Deko. Dekoriert den Kuchen nach Wahl. Bada bing, bada boom. Torte, wo eure Diät umbringt. Food. Thank me later. Kennt ihr das auch? Ihr geht auf den Jahrmarkt und lernt das erste Mal Germknödel kennen? Wollt das Ganze dann nachmachen, aber habt keine Ahnung, how to Germknödel? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Die Milch lauwarm erwärmen. Zucker und Hefe dazugeben. Die Milch-Hefe-Zuckermischung 5 Minuten lang ruhen lassen. Mehl und eine Prise Salz in eine Schüssel sieben. Gebt die Milchmischung mit weicher Butter zum Mehl hinzu. Verknetet das Ganze dann mit einem Rührhaken. Den Teig zu einer Kugel rollen. Das Ganze in einer Schüssel für mindestens eine Stunde lang ruhen lassen. Füllt einen großen Topf bis zur Hälfte mit Wasser. Macht euren Herd auf volle Pulle. Teilt den Teig in 2 Hälften. Drückt ihn platt und macht eine Mulde in der Mitte. Gebt eure Füllung noch Wahl da rein. Verschließt die Knödel wieder. Lasst sie auf der Nahtseite für 15 Minuten auf dem Mehl sitzen. Gebt einen der Knödel ins Sieb und lasst ihn über das Wasser hängen. Macht den Deckel drauf, damit der Dampf schön den Knödel durchdampfen kann. Solltet ihr eine andere Option zum Dämpfen haben, nutzt diese. Gebt eine überschüssige Menge Vanillesoße über die Knödel. Über die Menge wird nicht diskutiert. Food. Thank me later. Moin. Kennt ihr das auch? Ihr hättet Bock auf Krieg gegen Starbucks, aber habt keine Ahnung, how to iced Vanilla Latte? Willkommen in der Feierabendküche Blitz Edition. Don't worry, I got you covered. Befüllt ein hohes Glas mit 3/4 Eiswürfeln. Einen guten Schuss Vanillesirup dazu. Das Ganze füllt ihr bis zu 3/4 mit kalter Milch auf. Macht euch einen doppelten Espresso. Wie ist mir relativ jacke. Gebt Kaffee zu Milch. Strohhalm dazu. Fertig und das hat euch keine 5 Euro gekostet. Drink. Thank me later.
Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt Bock auf so richtig schön Chicken Alfredo, aber Alfredo droht euch mit Schläge? Willkommen in der Feuerabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Bratet Hähnchenfleisch so, wie es euch am liebsten ist. Lasst die Hälfte der Sahne und die Butter in einem Topf aufkochen. Hitze aus. Kocht Nudeln nach Anleitung. Gebt die andere Hälfte der Sahne in den Topf. Würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer. Kurz bevor die Nudeln durch sind, gebt ihr sie in die Sahnesoße. Behaltet das Pastawasser. Don't freeze that shit. That's creepy. We don't do that here. Auf niedriger Hitze gebt ihr den Parmesan dazu. Würzt das Ganze mit Muskatnuss. Dauerhaft rühren, bis ihr eine cremige Soße habt. Gebt einen kräftigen Schuss von dem Pastawasser dazu. Das macht die Soße schön cremig. Erzählt Alfredo nichts davon, aber ich habe nicht genügend Parmesan gehabt, also habe ich Cheddar genommen. Don't tell him. He's gonna do terrible things. Das Hähnchen in Streifen schneiden und dazugeben. Frisch servieren. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr wünscht euch, dass ein Bounty in Wirklichkeit ein Muffin wäre, aber die Backgötter hassen eure Wünsche und Träume? Und ihr habt leider keine Ahnung, how to Chococos Morfinis? Willkommen in der Feuerabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Ofen auf 190 Grad vorheizen. In einer Schüssel verrührt ihr mit einem Schneebesen das Öl, den Zucker, den Vanillezucker, das Ei und das Salz. In eine andere Schüssel stopft ihr die trockenen Komponenten. Das wären Mehl, Kakao, die gehackte Schokolade und das Backpulver. Nun gebt ihr die Ölmischung mit der Sahne zum Mehlmix dazu. Verrührt das Ganze gut mit dem Schneebesen zum glatten Teig. In einer anderen Schüssel gebt ihr den Frischkäse, die Kokosraspeln und 2 Esslöffel Zucker. Das vermengt ihr dann zu einer Masse. Gebt ein bisschen von dem Schokoteig in die Form. Formt etwas der Kokosmasse zu einem kleinen Ball und gebt es in die Form. Nun füllt ihr die restliche Form mit dem Teig auf. Die Muffins für 15 oder 20 Minuten im Backofen lassen. Um zu gucken, ob sie gar sind, piekst ihr einfach mit irgendwas lang rein, nimmt einen Zahnstocher oder sowas. Malträtiert das Ding ruhig, ist okay. Vollständig abkühlen lassen, bevor er sie aus der Form nimmt. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr seid gestrandet an der Küste von Schweden und habt echt Bock auf Falafeldöner mit extra Käse und Soße, aber ihr habt keine Ahnung, how to Falafeldöner? Willkommen in der Feuerabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Reist in die Vergangenheit und legt gestern die Kichererbsen in genügend Wasser ein. Lasst sie mindestens 24 Stunden darin einweichen. Zurück in der Gegenwart nehmt ihr die Kichererbsen aus dem Wasser, gebt sie in einen großen Handmixer festen Behälter. Püriert das Ganze, bis ihr eine feste Masse habt. Da gebt ihr jetzt die Gewürze und Kräuter zu. Formt daraus Bällchen oder Patties, je nachdem, was euch lieber ist. Könnt euch auch einen Morgenstern daraus basteln, wenn ihr wollt, das ist okay. Mindestens Öl im Wert von 25 Euro in die Pfanne erhitzen lassen. Gebt eure Falafel, was auch immer ihr gemacht habt, in die Pfanne. Lasst sie gut durchbraten. Dann wäre auch schon Döner-Assembly-Zeit. Wie ihr euren Döner gestaltet, ist euch selber überlassen. Ich habe eine türkische Paste genommen, Käse und das Ganze nochmal kurz auf den Grill gepackt, damit der Käse schön schmelzen kann. Shoutouts gehen raus an Fritz Meinecke. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt eine echt ätzend lange Arbeitswoche, habt aber echt Bock auf Schnitzel, aber habt keine Ahnung, how to Schnitzel? Willkommen in der Feuerabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Packt eure Schnitzel zwischen 2 Blätter Frischhaltefolie. Entladet eure gesamte aufgestaute Wut an euren Schnitzeln. Sorgt dafür, dass sie schön platt sind. Würzt die Schnitzel auf beiden Seiten mit Salz, Pfeffer, Paprika und Knoblauch. Realisiert, dass ihr zur Arbeit müsst. Moment, wer? Einmal Mehl. Vier mit fünf Eier. Tipp, Schnitzel, Mehl, Ei und Pinienblätter. Das ist nur Öl in der Pfanne, heiß, schön goldbraun. Oder so, also. Papier. Food, thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Es ist viel zu warm, aber ihr habt Bock auf Brownies. Und dennoch habt ihr keinen Plan, how to Brownies. Willkommen in der Feuerabendküche. Scheiße, ist das heiß. Holt euch diese Dinge. Ich hatte heute noch nicht genügend Kaffee, also packt diese Sachen in eine Schüssel. Gebt 4 Eier und 2 Eigelb dazu. Verrührt das Ganze mit einem Schneebesen gut. Gebt Kakaopulver, Öl und die gehackte Schokolade zu der Mischung. In eine andere Schüssel packt ihr das Mehl, das Backpulver und eine Prise Salz. Leicht vermischen das Ganze. Gebt die Trockenmischung zu eurer nassen Mischung. Vermengt das Ganze nur ganz leicht miteinander. Je mehr ihr mixt, desto fester wird euer Brownie. Mehr Schokosprinkles sind optional. Aber optional ist optimal. Ach ja, und Ofen auf 180 Grad vorheizen, hab ich ganz vergessen. Macht's noch wärmer, ist richtig. Gebt die Brownie-Mischung in eine Form. Das Ganze für 25 bis 35 Minuten im Backofen backen lassen. Überprüft das Ganze mit einem Stecher. Sollte noch etwas an eurem Stecher kleben bleiben, sind sie noch nicht gar. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt echt Bock auf Mac and Cheese, aber ihr seid stuck mit Windows. Echt jetzt? Das ist der Joke, mit dem ich gehe? Wunderbar. Und dennoch habt ihr keine Ahnung, how to Mac and Cheese? Willkommen in der Feuerabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge.
Gib die Nudeln mit der Milch und der Butter in einen Topf. Lasst das Ganze bei mittlerer Hitze kochen. Immer schön in Bewegung bleiben, sonst brennt euch der Kram an. Sonst habt ihr am Ende nur verbrannte Milch und einen Block. Das Ganze lasst ihr so lange kochen, bis die Nudeln fast durch sind. Sobald die Nudeln gar sind, würzt ihr das Ganze mit Salz und Pfeffer. Gebt noch eine Prise Muskatnuss dazu. Nun kommen wir zum Käse. Ich empfehle einen würzigen. Sowas wie Cheddar, Parmesan, Emmentaler, sowas in der Art. Ihr könnt allerdings nehmen, worauf ihr Lust habt. Rührt das Ganze so weit, bis ihr schöne cremige Konsistenz habt. Portionieren und futtern könnte nicht einfacher sein. Solltet ihr Ideen oder Vorschläge für weitere Folgen haben, schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Food. Thank me later. Ach ja, ich habe vergessen, meine Kaffeemaschine auszumachen. Oh, scheiße. Oh, whatever. Hey, kennt ihr das auch? Ihr fragt euch wie und ihr fragt euch warum. Gestern habt ihr Leuten noch über den blauen Himmel erzählt und heute habt ihr keine Ahnung, how to lemon cake? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Den Zucker und die weiche Butter verrührt ihr mit einem Schneebesen. Unterrühren gebt die Eier einzeln dazu. Jietet die Zitronenschale, das Mehl, das Backpulver und den Zitronensaft als allerletztes dazu. Rührt das Ganze zu einem cremigen Teig. Verteilt es gleichmäßig auf eurem Backblech und packt ihn für 25 Minuten in den Ofen. Gebt den Frischkäse, die Butter, den Puderzucker und den Zitronensaft in einen Behälter. Rührt das Ganze gut durch. Stellt das Ganze kurz noch in euren Kühlschrank, bis der Kuchen ganz abgekühlt ist. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, verteilt ihr euer Frosting auf dem Kuchen. Könnt ihr auch mit Spritzbeuteln machen, wenn ihr einen hättet. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Das Tribunal der Käsekuchenfanatiker ist schon wieder bei euch, aber wegen dem letzten Vorfall habt ihr aktuell keinen Ofen und habt keine Ahnung, how to New York Cheesecake? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Zerstört die Kekse in einem Mixer. Ihr könnt auch rohe Gewalt benutzen, das ist euch überlassen. Benutzt diesen Zaubertrick für eure Sprengform. Mit Magic. Gebt die geschmolzene Butter zu den Butterkeksen. Verteilt das Ganze gleichmäßig in eurer Sprengform und drückt es schön fest mit einem platten Gegenstand. Den Boden für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Schlagt Sahne steif, macht dabei aus Versehen Butter, versucht's nochmal von vorne und schlagt Sahne steif. Legt die Gelatineblätter in kaltes Wasser ein. Gebt den Frischkäse, den Schmand, den Zucker und den Vanillezucker in eine große Schüssel. Verrührt das Ganze cremig. In einen kleinen Topf bei sehr niedriger Hitze gebt ihr 2 Esslöffel Zitronensaft. Drückt eure Gelatineblätter aus und gebt sie dazu. Wartet, bis sich die Blätter komplett aufgelöst haben. Dann gebt ihr erst ein paar Löffel zu eurer Frischkäsemischung. Rührt das Ganze durch und gebt dann den Rest dazu und rührt's nochmal durch. Zu guter Letzt hebt ihr ganz vorsichtig die Sahne unter. Diese Mischung gebt ihr in eure Sprengform mit dem Boden. Gleichmäßig verteilen, glatt streichen und für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt echt Hunger, aber keine Lust einzukaufen, weil die Sonne euch totlasern will? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Kocht eure Nudeln nach Anleitung. Gebt eine finanziell verkraftbare Menge an Butter in einen Topf. Wartet kurz den Schinken und euer Gemüse an. Löscht das Ganze mit Sahne ab. Nun gebt ihr den Schmelzkäse dazu. Rührt das Ganze schön, bis es cremig wird. Für das wahre One-Top-Feeling gebt ihr einfach die Nudeln, sofern sie fast gar sind, mit zur Soße dazu. So können die Nudeln noch ein bisschen ihrer Stärke an die Soße abgeben. Dieses Rezept ist hochgradig variabel. Ich selber hatte in dem Moment nichts anderes im Haus, also ja, ihr könnt andere Nudeln nehmen, ihr könnt anderes Gemüse nehmen, ihr könnt... was weiß ich denn? Das ist ein Restetopf. Ich brauche mal einen Freitag, okay. Solltet ihr Fragen oder Vorschläge haben, schreibt sie bitte in die Kommentare. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt so richtig Bock auf Pizza, aber eure Tiefkühltruhe hat eure Pizza einfach in eine Frisbee verwandelt? Aber ihr habt keine Ahnung, how to Pizza? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Gebt den Zucker und die Hefe in das Wasser. Lasst es dort 5 Minuten erstmal ruhen. Gebt in eine große Rührschüssel das Mehl und ein bisschen Salz. In die Mitte formt ihr eine Mulde für das Olivenöl. Gebt die Hefemischung dazu. Unterrührt das Ganze nur sanft. Ich hoffe, ihr hattet euren Workout noch nicht, denn jetzt heißt es 10 Minuten lang kneten, bis der Arzt kommt. Es sei denn, ihr habt eine Küchenmaschine, so wie ich. Den Teig 10 Minuten kräftig kneten lassen. Gelegentlich immer ein bisschen Mehl dazugeben. Ölt eure Finger ganz leicht ein und formt aus dem ganzen Ball. Teig in Schüssel, Schüssel in warmem Ort für mindestens 2 Stunden. Für die Soße nehmt ihr eine Dose passierte Tomaten. Scratcht eure Pizza auf ein Blech. Darauf verteilt ihr dann die Soße und den Käse. Bratet in einer Pfanne eine rote Zwiebel an. Dazu gebt ihr die Hähnchenbrust. Das gebt ihr nun auf eure Pizza, macht nochmal Käse drüber und gebt das Ganze für mindestens 20 Minuten in den Ofen. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr seid auf der Suche nach dem absoluten Fressflash, habt aber keine Ahnung, how to Vanille-Cakes-Dessert? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Kratzt das gute Zeug aus der Vanilleschote raus. Auf niedriger Hitze packt ihr die Vanilleschote und die Milch in den Topf. Lasst das Ganze ganz leicht aufköcheln. Gebt den Vanillezucker dazu. In einen anderen Behälter gebt ihr die Speisestärke, den Zucker, die Eigelb und die Milch.
Nehmt die Vanilleschote raus und rührt nun ganz lang. Moment, we did this already. Butterkekse in Tüte. Benutzt Gewalt. Wenn ihr keine Gewalt habt, benutzt noch mehr Gewalt. Gebt das Ganze in eine Schüssel und gebt Karamellsoße dazu. Rührt das Ganze durch, bis es aussieht wie das weltungesundeste Müsli. Gebt in Schichten das Ganze in ein Dessertglas. Macht nicht denselben Fehler wie ich und nehmt so ein großes, nimmt lieber kleine. Der ganze Kram ist heftiger, als ich erwartet hatte. Was fucking delicious, though. Dekoriert das Ganze und bereitet euch auf euer Fresskummer vor. Food, thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt eine unnötig große Packung Puffflakes aus einem Paralleluniversum bei euch zu Hause? Und habt keine Ahnung, how to Kinder Country Dessertglas? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Vermischt Quark, den Joghurt, Honig und die Flakes. Verteilt das in den Gläsern und stellt es erstmal beiseite. Verrührt in einem kleinen Topf Milch, Backkakao und Zucker. Gebt die Speisestärke dazu und rührt nun auf mittlerer Hitze das Ganze zu einem Pudding. Das Thema hatten wir schon mal. Make Pudding, seid vorsichtig damit. Immer rühren und... Verteilt den fertigen Pudding über die Creme. Schmelzt Zartbitterschokolade mit etwas Milch, sodass ihr eine schön konstante Masse habt. Verteilt das Ganze über die Gläser. Dekoriert das Ganze mit mehr Flakes und packt es in den Kühlschrank. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt die ersten Folgen der Feierabendküche gesehen und habt echt Bock auf Burger? Aber auf Homemade Burger Buns? Burger Bun. Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Ich empfehle für dieses Rezept eine Küchenmaschine. Solltet ihr diese nicht haben, reicht es auch, wenn ihr euch ein Machomai zur Hilfe holt. In eine Schüssel gebt ihr die Hefe, Butter, Ei, Zucker, Salz und das Mehl. Mit einem Knethaken verrührt ihr das Ganze leicht. Nun gebt ihr wie in Slow Motion das lauwarme Wasser ganz langsam dazu. Am Ende sollte euer Teig relativ klebrig sein. Mehlt eure Hände ein, formt daraus einen Ball, gebt das Ganze in eine andere Schüssel, Tuch drüber, an einen warmen Ort und für mindestens 1 oder 2 Stunden ruhen lassen. Wenn der Teig sich circa verdoppelt hat, knetet ihr das Ganze auf einer bemehlten Oberfläche noch einmal gut durch. Sorgt dafür, dass die Luft rausgeht. Formt kleine Kügelchen draus. Haha, ihr habt reingeguckt. Auf ein Backblech nochmal das Tuch drüber und für nochmal mindestens 1 oder 2 Stunden ruhen lassen. Verquirlt ein Ei mit 2 Esslöffeln Wasser. Bestreicht eure Buns und gebt Sesam darüber. Food, thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Irgendjemand hat euer Spaghetti getoucht, aber ihr habt keine Ahnung, how to Spaghetti Bolognese? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Ich nehme hier eine etwas größere Pfanne, ihr könnt aber auch einen Topf nehmen, funktioniert genauso. In einer finanziell verkraftbaren Menge Öl bratet ihr die Zwiebel an. Gebt das Hack dazu und drückt es schön platt. Sorgt dafür, dass es ein bisschen Farbe bekommt. Würde ich zumindest machen, wenn mein Herd wenigstens ein bisschen Power hätte. Knoblauch dazu pressen und mit anbraten. Nun gebt ihr 2 Esslöffel Tomatenmark dazu. Wenn nötig, auch ein bisschen mehr. Lasst sich das Ganze kurz entfalten und gebt dann die passierten Tomaten und die Rinderbrühe dazu. Zeit zu würzen. Benutzt das. Wisst ihr das da oben? Lasst das Ganze noch ein paar Minuten auf hoher Hitze köcheln. Dreht die Hitze auf niedrig und lasst das Ganze für 1/2 Stunde nochmal köcheln. Mit Deckel drauf. Kocht Spaghetti nach Anleitung. Jetzt könnt ihr eure Soße noch einmal abschmecken. Sollte Salz fehlen, Pfeffer, whatever. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr streamt und redet dadurch in letzter Zeit mehr, als ihr normalerweise gewohnt seid und deswegen tut euer Hals weh. By the way, ich streame in letzter Zeit ein bisschen mehr auf Twitch wieder. Falls ihr Bock habt, könnt ihr mal vorbeischauen. No worries, ich hab genau das Richtige für euch. No worries, I got you covered. Holt Dinge. Kocht euch Wasser auf. Holt euch ein etwa daumengroßes Stück Ingwer. Schält das Ganze und würfelt es klein. Gebt in eure Tasse 1 bis 2 Esslöffel Honig. Presst dazu den Saft einer ganzen Zitrone. Wenn ihr irgendwie so ein Tee-Ei habt, macht ihr den Ingwer da rein. Oder irgendwas anderes, womit ihr den Ingwer wieder später rausfischen könnt. Oder ihr seid ganz hardcore und trinkt das Zeug mit. Würde ich aber nicht empfehlen. Shit's crazy. Lasst das Ganze kurz ziehen. Falls ihr Bock habt, könnt ihr auch noch ein bisschen Zimt dazu machen. Trinken. Sollte helfen. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt echt Bock auf Marzipan und Obstkuchen? Aber habt keine Ahnung, how to Marzipan Obstkuchen? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Erwärmt die Milch lauwarm und bröselt dann die Hefe da rein. In eine große Schüssel gebt ihr Mehl und den Zucker. Macht eine Mulde in die Mitte. Gebt eure Milch-Hefe-Mischung da rein und bedeckt das Ganze ganz leicht mit der Mehl-Zucker-Mischung. 15 Minuten ruhen lassen. Nach dem Ruhen gebt ihr eine Prise Salz, den Vanillezucker, das Ei und den klein geschnittenen Marzipan dazu. Knetet das Ganze mit einem Knethaken durch. Stellt den Teig für nochmal mindestens 30 Minuten an einen warmen Ort. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche knetet ihr den Teig noch einmal gut durch. Verteilt den Teig auf dem Blech gleichmäßig. Schneidet die Trauben in Hälften oder Viertel. Verteilt das gesamte Obst auf eurem Kuchen. Gebt 1 bis 2 Esslöffel Zucker darüber. Das Ganze kommt für mindestens 30 Minuten in den Ofen. Sobald der Kuchen fertig ist, erhitzt ihr in einem kleinen Topf 3 bis 4 Esslöffel von der Marmelade. Siebt das Ganze dann durch ein Sieb. Holt den Kuchen aus eurer Form und bestreicht ihn mit eurer Konfitüre. Zu guter Letzt bröselt ihr noch die Amaretini drüber.
Food, thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Die Halloween-Saison hat langsam begonnen, aber ihr habt irgendwie noch keinen richtigen Bock auf Kürbis, sondern vielmehr irgendwas mit Schweinemedaillons und Curry? Ziemlich spezifisch, ich weiß. Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Pinselt eure Medaillons ganz dünn mit Senf. Umwickelt sie mit einem Streifen Bacon. Legt sie dann mit der Nahtseite nach unten in eine Auflaufform. Ofen auf 180 Grad vorheizen. In einen anderen Behälter gebt ihr die Petersilie, die Sahne und das Currypulver. Gebt noch einen guten Esslöffel Tomatenmark dazu. Gebt noch die gehackten Tomaten und die Lauchzwiebeln dazu. Püriert das Ganze gut und schmeckt das Ganze dann noch mit Salz und Pfeffer ab. Verteilt das Ganze in der Auflaufform über euren Medaillons. Das Ganze lasst ihr für 20 bis 25 Minuten im Ofen. Dazu passen als Beilage gut Reis oder Kartoffeln. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr kommt so langsam in Halloween-Stimmung und habt Bock auf Kürbisbrot, aber habt keine Ahnung, how to Kürbisbrot? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Zuallererst, da stellt euch einen kleinen Kürbisfreund. In einem kleinen Topf gebt ihr das Wasser und den Kürbis. Lasst das Ganze ein bisschen aufkochen. In einem handmixerfesten Behälter gebt ihr dann den Kürbis zusammen mit dem Wasser, die Milch und die Margarine. Püriert das Ganze dann gut. In eine große Schüssel gebt ihr Mehl, Zucker, Salz und die Trockenhefe. Gebt dann eure Kürbismischung dazu und knetet das Ganze mit einem Knethaken durch. Lasst das Ganze für mindestens 30 Minuten ruhen. Fettet eure Kastenform ein und bestäubt sie mit Mehl. Nachdem der Teig geruht hat, knetet ihn auf einer bemehlten Fläche noch einmal gut durch. Knetet ihn nach Möglichkeit zu einer soliden Form und gebt ihn dann in die Form. Sobald die Form im Ofen ist, schaltet ihr den Ofen auf 170 Grad. Lasst das Brot für 40 bis 50 Minuten backen. Entfernt das Brot aus der Form und lasst es daraufhin komplett abkühlen. Food, thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt echt Bock auf Apfelkuchen, aber so eine Stimme aus der Leere sagt euch, ihr seid Kürbiskuchen machen? Also macht ihr beides? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Streusel Edition. Gebt alles zusammen in eine Rührschüssel und verrührt das Ganze mit einem Knethaken. Gebt das Ganze dann erstmal in den Kühlschrank. Holt euch diese Dinge. Füllung Edition. Gebt etwas Butter in die Pfanne und bratet den Kürbis darin an. Gebt nach etwa 5 Minuten die Äpfel dazu. Streut 2 Esslöffel Zucker darüber und lasst das Ganze karamellisieren. Löscht das Ganze mit dem Orangensaft ab. Lasst das Ganze einkochen. Das kann ein bisschen dauern. Nehmt das Ganze von der Hitze und gebt etwas Zimt und Ingwer dazu. Gut ein Teelöffel. Heizt euren Ofen von 80 Grad vor. Buttert eure runde Form ein. Nun gebt ihr 2 Drittel von euren Krümeln da rein und drückt das Ganze platt. Seht zu, dass ihr am Rand auch noch ein bisschen was ranmacht. Das Ganze ist ein bisschen fummelig, aber das kriegt ihr hin. Gebt eure Apfel-Kürbis-Mischung dazu und überstreut das Ganze mit den restlichen Streuseln. Gebt den ganzen Kuchen für 40 bis 45 Minuten in den Ofen. Nehmt ihn erst aus der Springform, wenn er komplett abgekühlt ist, sonst bricht euch auseinander. Food, thank me later. Hey, happy Halloween! Habt ihr auch die Nase voll von diesen typischen Halloween-Snacks? Wollt ihr auch was Vernünftiges, aber habt keine Ahnung was? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Schält eure Birnen und bepinselt sie mit Zitronensaft. Gebt sie in einen Topf, wo die Birnen genug Platz haben. Füllt das Ganze jetzt mit dem Holundersaft, Vanillezucker und genügend Wasser auf, dass die ganzen Birnen schwimmen können. Lasst das Ganze einmal richtig aufkochen. Kocht die Birnen so lange, bis sie gar sind. Sobald sie gar sind, nehmt sie vom Herd und lasst das Ganze in ihrem Sud nochmal über Nacht abkühlen. Am nächsten Tag schneidet ihr das Fleisch von den Birnen. Lasst euren Sud mit 2 Esslöffel Zucker zu einem Sirup aufkochen. In der Zwischenzeit gebt ihr Joghurt, Mascarpone und Honig in eine Schüssel und rührt das Ganze glatt. Röstet die Kürbiskerne in einer Pfanne. Gebt 1 bis 2 Esslöffel Zucker dazu und lasst das Ganze karamellisieren. Immer schön in Bewegung bleiben und sobald es flüssig ist, von der Hitze nehmen. Während die Kürbiskerne abkühlen, krümelt ihr ein paar Amarettini drüber. Nun könnt ihr das Ganze anrichten. Food. Thank me le- Kobo, was wird das? Kobo, was soll das? Kobo? Hey, kennt ihr das auch? Ihr kommt gerade aus einem Deathmatch mit einem paradimensionalen Dämonenkürbis, aber Bock auf irgendwas Süßes? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Fettet eure Kuchenform ein oder legt sie mit Backpapier aus. Und euren Ofen auf 180 Grad vorheizen. In eine große Schüssel gebt ihr jetzt all die trockenen Komponenten. Das wäre das Mehl, der Zucker, der Kakao, Backpulver, eine Prise Salz, eure Nüsse und Schokolade nach Wahl. Das Ganze mixt ihr dann ein bisschen durch, bis es gut kombiniert ist. In eine andere Schüssel gebt ihr die Milch, das Öl und den Vanilleextrakt. Verrührt das Ganze, bis es gut kombiniert ist. Jetzt vermischt ihr ganz vorsichtig das Feuchte mit dem Trocknen. Kombiniert das Ganze nur so weit, dass es gerade mal miteinander verbunden ist. Je mehr ihr es kombiniert, desto fester wird euer Kuchen. Gebt euren Kuchen für mindestens 50 bis zu 60 Minuten in den Ofen. Checkt das Ganze mit einem Piekser, falls er gut ist oder nicht. Wenn der Kuchen fertig ist, dekoriert ihn nach Wahl. Food, thank me later. Nee, kennt ihr das auch? Ihr lebt aktuell zwischen Kartons und Kartons und Kartons und braucht unbedingt mal was Schnelles, Leichtes und Gutes zu essen? I don't know. Ich sehe nur noch Kartons. Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge.
Bratet euer Hähnchen scharf an. Würzt das Ganze anschließend noch mit Salz, Pfeffer und geräuchertem Paprika. Erstmal beiseite damit. In einem Behälter gebt ihr den Frischkäse, die Sahne, die Milch, den Senf, die Gemüsebrühe und eine Knoblauchzehe gepresst. Verrührt das Ganze zu einer Soße. Schmeckt das Ganze noch mit Salz und Pfeffer ab. Gebt noch eine kräftige Prise Petersilie dazu. Übergießt damit euer Fleisch in eine Auflaufform. Und gebt das Ganze für mindestens 20 bis 25 Minuten in einen 180 Grad vorgeheizten Backofen. Kocht irgendwas anderes dazu. Reis, Nudeln, whatevs. Schmeckt alles gut dazu. Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr habt die Faxen dicke von eurem Butterbrot, habt noch viel zu viel Brot über und habt keine Ahnung, how to Brotauflauf? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Schneidet euer Brot in Würfel und weicht es in Milch ein. In eine Schüssel gebt ihr jetzt 100 Gramm Butter und 100 Gramm Zucker. Verrührt das Ganze zu cremig. Erstmal vermengt ihr eure Butter-Einmischung zusammen mit eurem Brot. Sorgt dafür, dass sich vier Eier voneinander trennen. Das Gelbe gebt ihr zur Butter. Eine Prise Salz zu den Eiweiß. Jetzt geht ihr mit eurem Handmixer so hart ballistisch, dass die Eiweiß auf einmal von selber stehen können. Jetzt hebt ihr nach und nach euren Eischnee dazu. Geht dabei nicht zu grob vor, ihr wollt das Ganze ja schön luftig haben. Fettet eure Auflaufform ein und gebt ein bisschen Paniermehl rein. Gebt erst etwas von eurem Teig in die Form, dann die Kirschen und dann den Rest von eurem Teig oben drauf. Das Ganze gebt ihr für 40 Minuten in einen 180 Grad vorgeheizten Backofen. Nach den 40 Minuten nehmt ihr das Ganze einmal raus, gebt nochmal ein bisschen Butter oben drauf und ein bisschen Zucker oben drauf streuen. Das Ganze nochmal für 10 Minuten in den Backofen. Boom, Food. Thank me later. Hey, kennt ihr das auch? Ihr wollt zum letzten Mal etwas in eurer Küche machen? Also macht ihr Cookies. Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Eure Butter sollte weicher sein als meine. Rührt sie dann schön cremig und gebt dann den Zucker dazu. Vermischt das Ganze, bis ein Großteil des Zuckers mit der Butter verbunden ist. Jetzt mischt ihr nach und nach zwei Eier dazu. Gebt einen Teelöffel Vanilleextrakt dazu. In einer anderen Schüssel vermischt ihr das Mehl, das Backpulver und eine Prise Salz. Siebt das Ganze zu eurer Ei-Butter-Mischung. Mischt das Ganze durch, bis ihr einen Teig habt. Damit hättet ihr jetzt euren Basic-Cookie-Teig. Da könnt ihr zugeben, was auch immer ihr wollt. Ich habe da 150 Gramm Vollmilchschokolade, einen großen Chunks hinzugegeben und ein paar gehackte Mandeln. Macht da Frischhaltefolie drauf und lasst das für mindestens 30 Minuten nochmal kühlen. Heizt in der Zwischenzeit euren Ofen auf 180 Grad. Nun formt ihr euren Teig in gleich große Kugeln. Gebt das Ganze auf ein Backblech mit Backpapier. Gebt sie für 12 bis 15 Minuten in den Ofen. Wenn ihr sie rausnehmt, lasst sie komplett abkühlen, bevor ihr sie dann runternehmt. Goodbye, Küche. Danke für deine treuen Dienste. Food. Thank me later.